Hugo is back! Und ja, das ist kein Scherz. Da meine Internetverbindung im Moment einfach nur dreckig ist und ich keinesfalls meine normalen Let's Plays hochladen kann, ist einfach nicht möglich, tut mir leid, werde ich Hugo reloaden! The Nutritious Guy hat das auch schon gemacht und nun mache ich es auch. Wir haben es schon mal gespielt, es war mein zweites Let's Play. Aber wie ihr wisst, möchte ich meine alten Spiele alle reloaden, da... Naja, ich muss zugeben, damals war ich eben auch ein Noob. Jeder fängt klein an. Somit war auch ich ein Spaten und konnte nichts. Ups. Weil die Videoqualität war damals halt einfach nur scheiße. Ich hab mit einem, ja, eher schlechteren Programm aufgenommen, hatte keine HD-Funktion, hab teilweise die Ränder überschnitten und was weiß ich noch alles. Einfach nur dumm. Aber vergessen wir das. Mit Donkey Kong Country hat's angefangen. Jetzt kommt Hugo. Alles andere wird auch reloaded. Zum Spiel selber. Hugo. Das ist ein kleiner Troll. Den kennen wahrscheinlich nur die Älteren unter euch. Der lief früher im Fernsehen. Bei Kabel 1 hatte so eine eigene Gaming-Show, wo man anrufen konnte. So wie ein Call-In-Center und so. War ganz lustig. Es kamen noch andere Spiele für ihn raus. So 3D-Games, die sind auch ganz geil. Die werde ich wahrscheinlich Let's Playen, weil als ich klein war, habe ich Hugo wirklich geliebt. Ich habe auch bei dieser Gaming-Show mal angerufen früher und bin sogar durchgekommen. Und habe dann mit einer Frau gesprochen, die später dann in einer anderen Serie zu sehen war, die ich auch sehr geliebt habe. Namen möchte ich nicht nennen, weil es peinlich ist. Aber es hatte schon so eine ganz geile Story. Ah gut, jetzt wollen wir wieder zurückkehren zum Spiel selbst. Ups. Hugo hat eine große Liebe, namens Hugoline oder Hugolina, was weiß ich, wie die heißt. Und sie wurde entführt. Beziehungsweise sie ist in ein Schloss gegangen und wollte da irgendwie chillen oder so und dann ist sie nicht mehr wieder gekommen. Und so ein komischer Bär oder was auch immer hat sie gefangen genommen. Und jetzt gilt es, dass Hugo seine große Liebe rettet. In, ich glaube, 28 Stages, ich bin mir nicht ganz sicher. Und jedes Level hat 8 Schlüssel, wie ihr seht. Man braucht jeden einzelnen von denen, sonst kommt man nicht in die letzte Tür und zur nächsten Stage, um zur nächsten Stage zu gelangen. Es gibt 2 Waffenarten, Bomben und Pfeile. Und Hugo hat nur ein Leben, also er darf sich von keinem Gegner erwischen lassen. Mit den Waffen muss er halt auch sparen und man muss genau nachdenken, wann setzt man eine ein. Ich weiß gar nicht, was das Genre von diesem Spiel ist. Also ein Jump'n'Run ist es schon mal nicht. Oder? Weil springen kann ich eigentlich nur auf bestimmten Plattformen. Rennen kann ich immer. Aber ein Rollenspiel ist es auch nicht wirklich, oder? Was meint denn ihr dazu? Oder weiß es einer von euch, was das für ein Game ist? Jedenfalls sollte... Oh. Fuck. Ich habe gerade einen Fehler gemacht. Das Gewehr, das ich gerade eingesetzt habe, das hätte ich hier oben einsetzen müssen bei der Schlange. Ich bin so ein Spast. Ich kann einfach nicht nebenbei labern und spielen. Aber ich hab's nochmal hingekriegt. Gott sei Dank. So, dieser Blitz hier, der tötet alle Gegner, die momentan auf dem Bildschirm zu sehen sind. Da sollte ich noch einen erwischen kommen. Ja, genau. Den Typen da oben habe ich noch gekriegt. Ich finde es ganz toll hier, das Game. Das war auch eines meiner allerersten Spiele, die ich jemals gespielt habe. Habe ich, glaube ich, mit 4 Jahren bekommen auf meinem Gameboy. Gerade jetzt verpiss dich mal! Ja, toll, jetzt kommt der andere Spaten auch noch. Es gibt so einen kleinen Trick, wenn man eine Tür betritt und dann wieder raustretet, dann sind die Gegner für kurze Zeit bewegungsunfähig. Gut, hat jetzt gerade nichts gebracht. Komm her! Okay, das Level ist schon mal ein Fail. Aber hier sieht man wenigstens dann perfekt, sobald man einen Fehler macht, ist man richtig am Arsch. Verpiss dich! Den muss ich töten, es gibt gar keinen anderen Weg, an dem vorbeizukommen. Da der Papagei weg ist, kann ich jetzt hier schön an den 7. Schlüssel rankommen, ohne Probleme. Hab aber jetzt keine Waffe mehr für den letzten Gegner, also sollte ich hier ganz gut spielen. Moment, oh Gott, du Arschloch, komm, hau ab. Lass mich. Oh, ist das ein Scheißkerl. Der muss unbedingt auf der linken Seite sein, sonst bringt's nichts. Und ich habe auch nicht die Spitzhacke, um diesen Block ganz links da, um mich da hochzustellen. Aber jetzt hat's geklappt. Hab mich nicht gut angestellt hier, sorry. Ach, ich habe das Spiel geliebt. Es ist auch wirklich so ein Spiel, das kann man in 1,5 Stunden durchspielen. Oder in einer Stunde.
besonders mit Skill. Schon ganz cool. Vor allem, wie sich der Schwierigkeitsgrad immer erhöht. Ihr seht es, jetzt wird es langsam etwas komplizierter. Aber ich Freak weiß natürlich, wo die ganzen Schlüssel sich befinden. Oder boah, bei den meisten weiß ich es noch wahrscheinlich. Oh, kommt das Schwein jetzt runter? Jetzt muss ich aufpassen, dass er da oben nicht steht. Ach komm, kein Bock auf dich. Geh nach Hause. Also ich habe wirklich vor, die 3D-Spiele auch zu let's playen. Da hat er auch eine Peitsche und kann zuschlagen und alles. Die sind geil. Das ist sogar eine Trilogie. Hugo, der kikorianische Sonnenstein, ist Teil 1. Dann, glaube ich, kommt Hugo, Diamantenfieber und dann irgendwie was mit einem Spiegel. Eigentlich ist der Gegner von Hugo eine Hexe namens Hexana. Aber die findet in diesem Spiel seltsamerweise keinen Auftritt. Sondern nur dieser komische Bär. Nur das soll Hexana darstellen, das kann auch sein. Aber dann wäre sie nur ein nickiger Gegner, das ist ja auch unglaubwürdig. Damals war auch das Problem, dass ich nur noch, dass ich nur 10 Minuten aufnehmen konnte und nicht 15. Daher wird es jetzt weniger Parts haben und schneller vorbei sein. Das machen wir an einem Tag durch. Also ich zumindest. Ich werde es wahrscheinlich an 3-4 Tagen hochladen. Und in der Zeit sollte dann mein Internet auch wieder laufen, denn jetzt bald kommt ein Techniker und macht meine Verbindung wieder heile. Ich weiß nicht, also, wie findet ihr die Musik? Eigentlich ist sie schrecklich, ne? Aber ich liebe sie, ich weiß nicht wieso. Echt, also, so Spiele, die man in der Kindheit gespielt hat, die können so schlecht sein wie noch was, man liebt sie trotzdem. Ist euch das schon mal aufgefallen? Das heißt, wenn ich irgendwie... Ja. Nein! Ja, komm! Ja, das ist doch beschiss, ey. Woher wusste ich denn, dass dieses Schwein da oben steht? Komm. Verarschen kann ich mich allein. Wie witzlos war das denn? Ich habe auch sofort auf Bombe gedrückt, aber es nützt nichts. Wenn der Gegner genau an der Stelle steht, wo du rauskommst, dann kannst du nichts machen. Dann ist das einfach Pech. Ja, super. Ja. Toll, der wäre sogar runtergekommen. Ich war also eine halbe Sekunde zu schnell einfach. Ist jetzt peinlich, aber ihr seht ja ein, ich habe nichts machen können, weil ich bin aus der Tür raus, dann war er ja paralysiert. Wäre das nicht der Fall gewesen, dann hätte ich ihm ausweichen können, aber so ist es leider ein Fail. Schade, ich wollte dieses Spiel eigentlich durchspielen, ohne einmal ein Leben zu verlieren. Das wird wohl nichts mehr. Übrigens mal die Frage an euch, wer kennt dieses Spiel? Also als ich zum ersten Mal hochgeladen habe, haben es schon ein paar gekannt. Vor allem auch, weil dieses Spiel exakt zu einem Bugs Bunny Spiel passt. Ich weiß nicht, wer wen nachgemacht hat, aber es ist irgendwie dasselbe Spiel. Es sind dieselben Waffen, es sind dieselben Schlüssel, es sind dieselben Level, nur andere Charaktere. Die Gegner sind anders und der Hauptcharakter ist anders. Ich glaube, irgendwie was mit Bugs Bunny Crazy Castle oder sowas heißt das Spiel. Keine Ahnung, ob Hugo abgekupfert hat oder ob Bugs Bunny sich da mal was genommen hat. Ich find's lustig. So, eine Bombe haben wir noch, die können wir dann für den Knochen benutzen, damit das hier alles super ist. Und dann können wir hochgehen, ganz ungehindert, zum nächsten Level. Diese Platte mit dem W, das ist so ein Teleporter. Die ist nur dazu da, falls ihr jetzt den Schlüssel vergessen habt, dass ihr nochmal zurückkehren könnt. Aber wir haben ja alles und kommen zum sechsten... Oh nee, sechste Level ist scheiße, glaube ich. Oh ja. Da muss man mit diesen Tonnen arbeiten. 10 Tonnen. Die Hexe steht schon mal richtig. Kann ich killen. Weil wie ihr seht, kann ich das Zeug runterschmeißen und dann auf die Hexen drauf. Aber die... Die gehen so schnell wieder zu... Ja, sieht, das habe ich gemeint. Super. Die wechseln so schnell ihre Richtung. Jetzt muss ich das benutzen, denn hier ist, glaube ich, ein Hammer oder ein Schlüssel. Ja. Und der ist nötig. Aber hier kann ich wieder timen mit der Tür. So. Und killen. Ist halt dumm, dass meine Waffe wieder weg ist. Aber das ist meistens der Fall. Also, da versage ich oft. Komm zurück, Schlampe. Das Dumme bei denen ist auch, wenn man sich lange nicht mehr bewegt, dann bewegen sie sich auch nicht mehr.
Wie eine Frau. Immer nur trotzen. Jetzt komm her. Na gut, ist wahrscheinlich auch eine Frau. Och komm. Das ist das Problem. Wenn man keine Waffe mehr hat, dann ist die hier das Problem. Ach, leck mich, du Schlampe. Boah, knapp. Schnell runter, runter, runter. So, das ist die Spitzhacke. Damit kann ich diese komischen Teile da besteigen. Aber was ist da denn? Ich weiß gar nicht mehr, wo ich überhaupt lang muss. Ach so, okay. Ich muss erstmal hier lang. Ich bin richtig. Jetzt wird's auch gefährlich. Okay, den habe ich. Oh, scheiße. Nein. Ich bin so ein Honk. Ich hätte erstmal den unteren killen sollen. Schaut euch den an, wie der abgeht. Fuck. Bin ich ein Idiot? Ah, Moment mal, ich hab schon einen Plan. Jetzt könnte ich ihn zwar killen, aber ich bin auch nicht wahnsinnig. Das Risiko gehe ich nicht ein. Oh, oh, oh. Scheiße. Ist da ein Schlüssel oder ist der... Ich glaube, da unten war nur ein Ab. Ja. Okay. Die Tür, die ich nicht betreten habe, da ist ein Ab drin. Aber da ich keine Waffe habe und mir das viel zu riskant ist, das zu holen, lasse ich's. Ich lasse es echt. Und gehe lieber ins Ziel. Mann, ich mache voll viele Fehler. Aber ich habe es jetzt auch schon länger nicht gespielt. Also ein Jahr ist es schon her. Beziehungsweise da, wo ich es hochgeladen habe. Oh ja, hier muss ich mit dem Blitz arbeiten. Und jetzt kommen auch die ersten Fail-Türen, wo nichts drin ist. Das ist natürlich ärgerlich dann. Komm, ihr beide geht's nach Hause. Normalerweise kann man auch einen dritten erwischen, aber das ist sehr, sehr, sehr schwer. Es werden noch andere Items auftreten. Stimmt, hier gibt's auch gleich dieses Unsichtbarkeitsteil. Das ist hier. Nein, das ist nicht, aber hier in der Nähe irgendwo, glaube ich. Bin mir relativ... Oh, genau da. Da ist es. Da bin ich dann für die Gegner unsichtbar. Oh, noch einer. Scheiße. Erst ein Schlüssel. Na sowas. Habe ich was vergessen? Weil irgendwie ist, glaube ich, einer falsch. Ich müsste jetzt drei haben mit der Tür hier. Ich glaube, ich habe schon wieder einen Fehler gemacht. Ich trottel. Dabei geht mir die Zeit aus. Ich müsste das Level jetzt eigentlich noch schaffen. Scheiße! Natürlich geht dieses Unsichtbarkeitsteil auch mal aus. Ja, jetzt nämlich. Oh, das ist ein Schwein, der Typ. Die Papageien und diese Schlangen und die Hexen, das sind wirklich die Schweine in dem Spiel. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts vergessen. Ah, den rauszulassen war jetzt wieder mal dumm von mir. Weil den Schlüssel habe ich schließlich schon. Dann hätte er mir nicht mehr helfen können. Und so wird er mich wahrscheinlich behindern, weil er runterkommt und mich verfolgen wird. Ja, ich habe tatsächlich einen Schlüssel vergessen. Ich sehe es schon. Ich bin ein Idiot. Verdammt. Ein Idiot, das bin ich. Oh yeah. Jetzt wird es auch schwer für mich, lebend da hochzukommen. Ach, scheiße. Naja, aber ich sehe es positiv, ich hätte den Part so oder so jetzt beendet, weil ich kein Level anfangen möchte, wo ich dann schneiden muss. Also ich möchte wirklich nur am Levelende schneiden. Na, jetzt kann ich auch einen killen, nämlich dich, du Scheißkerl, du regst mich auf. Eine Waffe hätte ich sogar noch, hier ist nichts drin. Ab ins Ziel und im nächsten Part kümmern wir uns um die nächsten Level. Ich hoffe, das Projekt gefällt euch einigermaßen oder es weckt Erinnerungen. Es wird nur ein kurzes sein, es wird reloaded. Das Spiel ist schon lustig. Und das Genre würde mich interessieren. Also sagt es mir. Weiß es einer von euch?